Good morning. Ich war gerade schon, ups, einkaufen. Hier habe ich richtig, richtig viel gekauft. Heute ist nämlich Montag und ich habe einen richtigen Wocheneinkauf gemacht, so dass es auch die komplette Woche über langt. Also, genau. Ich war beim Aldi. Tomaten. Cocktailtomaten. Frische Minze. Eigentlich hätte ich am liebsten so ein Ding hier gekauft. So eine frische Minze. Aber die hatten keine da. Deswegen jetzt hier leider welche aus der Tüte. Neue Bananen. Dann zweimal Sahne, hier ist aber nur einmal Sahne. Neuen Tee, das ist so Schneewunderkirsch-Marzipan. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich trinke momentan wieder sehr, sehr gerne Tee und weniger Kaffee. Philipp hat mich mit Grapefruit angesteckt. Ups, deswegen habe ich jetzt hier drei Grapefruits mitgenommen. Mangos waren im Angebot, deswegen gibt es auch hier von zwei. Ich liebe Mango. Dann habe ich hier so einen richtig großen griechischen Joghurtbecher. Und zwar ist der erstens viel günstiger als die kleinen einzelnen. Und es ist halt auch weniger Müll. Hier ist die zweite Schlagsahne, dann hier einmal Creme Leicht. Das war der erste Korb. Dann habe ich hier Cheddar-Käse gekauft. Wir wollen nämlich die Woche noch einen Burger machen. Wir haben noch Burgerbrötchen und Mustard. Dann Fleischsalat. Dreimal Mozzarella. Und hier sind die ganzen tiefgefrorenen Sachen. Also hier Beeren, Himbeeren, Beerenmischung, Mango und Heidelbeeren. Neues Mehl, weil, jetzt kommt's, wir wollen am Sonntag einmal selber Gulasch machen. Und zwar mit selbstgemachten Spätzlen. Philipps Papa hat ein richtig geiles Gulaschrezept und mein Papa hat ein richtig leckeres Spätzlerezept, also für selbstgemachte Spätzle. Und wir kombinieren das jetzt. Ich glaube, das wird richtig lecker. Da freue ich mich am Sonntag schon drauf mit Gurkensalat. Das wird richtig lecker. Dann eine Süßkartoffel für Süßkartoffelpommes. Eine Gurke. Puderzucker. Ich will nämlich die Woche wieder Tiramisu machen, deswegen findet ihr jetzt gleich hier auch Mascarpone zweimal. Hier. Dann haben wir hier zweimal diesen Crispy Joghurt. Ich liebe den. Einmal Butter ungesalzen und Kirschpaprika für den Salat, also für mittags, weil ich die Woche mehr Salat mittags essen will, weil Philipp ist eh nicht da und dann können wir mal abends zusammen kochen, das ist sonst doof. Parmesan, Paprika und so Shell, also dieser Käse, da gibt's, ich weiß nicht, wie man den Original nennt. Dann einmal noch passierte Tomaten und ich habe viermal laktosefreie Milch mitgenommen. Dann hier einmal noch geriebener Käse und der Leiche ist das, glaube ich, aber das ist eigentlich egal. So. Einmal Feldsalat hier noch. Eine Packung Zwiebeln. Und zwei Packungen Orangen. Einmal noch Eisbergsalat. Zweimal Apfelsaft. Das ist der klare Saft. Ein Hokkaido-Kürbis, weil wir die Woche auch Kürbissuppe machen wollen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dreimal Spezi. Und das alles hier werde ich jetzt mal mit euch zusammen einräumen. Ich muss den Kühlschrank eh wieder mal sauber machen. Deswegen werde ich jetzt einmal gerade alles rausräumen. Die Beeren werde ich schnell einfüllen, sonst tauen die mir auf. Und dann machen wir noch Frühstück. Und dann zeige ich euch wieder mal Einblicke in meinen Lernalltag. Hier ist einmal meine Orangenbar und hier ist das andere Obst und da sind noch ein paar Orangen drunter, weil die nicht alle da reingepasst haben.
bei uns hat sich übrigens in der letzten Woche auch ein bisschen noch was getan. Wir haben hier die Pflanze, also die immer hier stand. Ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt. Die haben wir einmal durch dieses Deko-Regal hier ersetzt. Da stehen Philips Architektursachen, da kommen noch mehr Bücher drauf. So mit echt richtig schöne Sachen. Da sind auch so mega geile Inspos drin für Häuser. Und sein Projekt steht da unten noch. Und die Sachen habe ich übrigens auch von Action. Und die Kerze, oh mein Gott, Leute, ich habe letzte Woche bei Avent May nochmal bestellt, weil das ist so eine geile Kerze gewesen. Die hat so gut gerochen und riecht immer noch so richtig orientalisch, aber so heimisch irgendwie, keine Ahnung. Die sind zwar super teuer, ne? 34 Euro kostet eine, aber die von Yankee Candle brennen genauso lange und kosten noch mehr. Und ich finde, die sind echt richtig gut. Genauso die Raumdüfte von Avent May. Wenn das Paket heute schon ankommt, dann zeige ich euch das ansonsten irgendwann die Woche. Dann haben wir, also jetzt nochmal als Vergleich, von Action auch noch eine Duftkerze, Passionate Love, gekauft. Die riecht zwar okay, aber wenn man die anmacht, also wir haben auch noch das Board hier gekauft und einen Teppich haben wir auch jetzt. aber wenn man die Kerze anmacht, dann riecht die gar nicht. Also man riecht es einfach nicht. Und deswegen finde ich die Duftkerzen von Avent May schon ganz geil. Und deswegen investiere ich da auch ganz gerne immer ein bisschen Geld rein, einmal im Jahr, weil ich Duftkerzen halt einfach echt liebe und gerne anmache. Und Philipp findet es auch nicht schlimm, der mag es mittlerweile auch. Früher fand das nicht so geil, aber seitdem wir zusammen wohnen und ich das in seiner alten Wohnung auch schon angemacht habe, findet er es echt okay. Das ist eigentlich alles, was sich hier verändert hat. Die Pflanze steht jetzt im Flur, vielleicht habt ihr sie gerade gesehen. Und wir haben noch einen Badverleger im Badezimmer. Aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Ich backe auf jeden Fall jetzt mal schnell Brownies. Und dann machen wir uns ans Lernen, weil es ist eigentlich egal, ob ich um 10, 11, 12 oder 1 anfange. Ich muss heute ein neues Set anfangen. Das kann ich mit euch zusammen machen. Kann ich euch ein bisschen was zeigen. Ich muss mir noch überlegen, was ich mache. Aber erstmal, wenn ihr Lust habt, backen wir jetzt zusammen Kuchen. Ansonsten überspringt es einfach und geht zu dem Teil, der euch interessiert. So. Hier haben wir mal wieder die altbekannte Form, die ich schon damals nicht hinbekommen habe, zusammenzubauen. Wisst ihr es noch? In meiner damaligen Einzimmerwohnung. Es war ein Kampf. Es hat Ewigkeiten gedauert. Oder vielleicht doch. Vielleicht, Moment. Vielleicht kriege ich es doch hin. Ja, jetzt habe ich es. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es verstanden. Das hat ja auch nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Haha, ja, I got it. Kein Spaß, da steht wirklich Teigschaber, deswegen mache ich das jetzt mal mit einem Teigschaber. Okay, der Boden ist fertig. Jetzt noch die Creme. Bei mir gibt es jetzt ein Frühstück und zwar, wie eigentlich jeden Morgen, griechischen Joghurt, Müsli, Banane, bisschen Honig, Zimt, den habe ich übrigens wieder gefunden.
So, ich sitze hier gerade an Englisch. Ich habe 96 von 100 möglichen Punkten erreicht. Das ist Note 1. Also eigentlich ganz gut. Sie hat auch geschrieben, you did a really good job, so I hope you can continue at this level in the assignment to come. Ja, sie hat sich auch bei mir vorgestellt. Ich habe eine neue Lehrerin bekommen. Und es freut mich gerade schon, aber es ist schon 3 Wochen her und ich habe mir das nicht angeguckt, deswegen... ja, ich habe 2 weitere Englischaufgaben fertig gemacht, die ich jetzt auch abschicken werde. Sorry wegen dem Licht, die Sonne kommt immer und geht immer wieder. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit und dann vielleicht machen wir heute Rallye. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, dass Religion mittlerweile so ein Ding ist. Ich mag das nicht, aber es muss trotzdem sein. Also es ist vorgegeben, weil ich bin null religiös und es geht mir langsam in eine zu krass religiöse Richtung. Also es ist jetzt nicht Ethik oder so, es ist wirklich Gott und Religion und sowas. Also... ich habe damit halt nichts am Hut, ne? Deswegen ist es ein bisschen schwer für mich, mich da manchmal reinzufinden, aber egal. Ich will aber, bevor ich euch das jetzt alles zeige, auf das letzte Video eingehen. Das, was ich jetzt sage, betrifft sehr wenige Menschen und versteht mich nicht falsch. Ich bin absolut kritikfähig, aber ich möchte gerne was dazu sagen. Ob ich mein Abitur gerade abends mache und nicht mehr morgens mache oder ob ich mal einen Tag Pause mache und dafür am nächsten Tag den ganzen Tag dafür arbeite, kann euch egal sein. Ob ich mein Abitur dieses oder nächstes Jahr mache, kann euch egal sein. Ob ich, whatever, wann auch immer das Ding mache, kann euch egal sein. Am Ende des Tages ist es immer noch mein Leben. Ich weiß, dass man sich unwahrscheinlich schnell ein Urteil über Menschen bilden kann und bildet, dass man unwahrscheinlich schnell beurteilt und verurteilt, aber ihr müsst da echt aufpassen. So, ich habe immer wieder gesagt, ich mache abends weiter, ich mache an Tagen, wo ich mehr Zeit habe, weiter, nächste Woche weiter. Und ja, die Woche habe ich wieder ganz, ganz viel Zeit und werde hier auch wieder ganz, ganz viel Zeit investieren, den ganzen Tag, um genau zu sein, so wie damals auch, aber alles eben noch mit der Arbeit on top. Dass manchmal dann auch keine Zeit mehr ist fürs Fitnessstudio oder ich manchmal einfach auch keine Lust mehr habe, weil ich momentan einfach nicht die Lust verspüre, Sport zu machen, ist normal. Wenn ihr mir wegen dem Content folgt, ist das okay, wenn ihr jetzt sagt, okay, tschüss, ich habe keinen Bock mehr auf den langweiligen Content. Wenn ihr mir wegen dem Lerncontent folgt, er kommt ja noch, aber ich bin halt auch am Arbeiten, wisst ihr, was ich meine? Ich möchte euch am Ende des Tages einfach nur eine Freude machen. Ich möchte, dass wir hier wieder ein schön harmonisches Umfeld schaffen können. Versteht mich nicht falsch, aber was ich nicht verstehe, bevor ich das Video gepostet habe am Samstag, waren viele Leute, also wirklich eigentlich 99% so, du bist motivierend und es ist alles so toll, wie du das machst. Und dann sage ich, ich möchte meinen Instagram-Feed, meine Seite nach meinen Wünschen kreieren. Ich kopiere doch keine Bilder. Die haben ja immer noch meinen Flair und ich poste ja eigentlich im Endeffekt fast dasselbe wie vorher, nur mit anderen Farben. Dann sagen mir Leute, du wirst wie jeder andere, genauso hat es bei der YouTuberin auch angefangen, du vernachlässigst alle Sachen, du bist nicht mehr motivierend, dein Content ist total langweilig geworden. Versteht mich nicht falsch, wenn es davor schon passiert ist, okay. Aber nach so einem Video kommen komischerweise so viele Kommentare zu was. Ich kann es euch jetzt nicht sagen, es ist einfach nur meine Meinung, ich wollte dazu einmal was gesagt haben, ich finde es ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, wenn euch mein Content nicht mehr gefällt, dann seid ihr natürlich frei, ihr müsst mich nicht abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich weiter zuschauen würdet. Es kommt noch super viel, alles jetzt die nächsten Wochen, aber wenn es euch nicht mehr gefällt, gefällt es euch nicht mehr. Kann ich da nichts dran ändern. Ich verändere mich natürlich auch, ich bin in einer Beziehung seit 2 Jahren, Philipp tut mir super gut, ich... mach die Dinge, die ich gerne mache. Ich habe mittlerweile einen anderen Lifestyle wie vor 2 Jahren. Menschen verändern sich. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal weiter. Das war mein ganzes Gequatsche. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das überhaupt zeigen darf. Das hier sind auf jeden Fall ein paar Seiten der einzelnen Aufgabe. Also ihr seht schon, es ist ein bisschen sehr viel. Da müsst ihr zum Beispiel hier so einen Grammar-Test, da müsst ihr einfach nur die richtigen Wörter angeben. Hier haben wir so ein... hier haben wir noch einen Grammar-Test, dann einen Vokabeltest, dann Text Production, da geht es meistens um Analysen oder Interpretationen. Und hier muss man sogar zum allerersten Mal hören. Okay, gut, das war davor jetzt nicht so, aber das ist die ganze einzelne Aufgabe. Das Ganze dauert meistens so zwischen 2 bis 3 Stunden. Und die mache ich jetzt einmal fertig. Thank you.
ist jetzt 11.42 Uhr und ich bin komplett fertig mit der Einsendeaufgabe. Hat jetzt 1,5 Stunden gedauert. Ich schicke die jetzt ab und dann gucken wir mal im schlauen Schränkchen, was da noch drin ist. Also was noch gemacht werden muss. Anheften. Hier sind noch so viele Fotos, die wir unbedingt mal einkleben müssen. Und ach, hier ist einfach so viel Zeug. Auf jeden Fall, darum geht es jetzt aber gar nicht. Muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube, es wird doch wieder Deutsch hier, Literatur. Ich finde das andere Heft jetzt nicht. Ich finde die Teile ja richtig geil, aber die sind halt leider super teuer. Aber Philipp hat die noch aus seiner alten Wohnung. Die tut man ja quasi nur hier rein. Und gut ist das. So, okay. Ich mache jetzt eine halbe Stunde und dann fange ich mit Mittagessen an. Aber das ist übrigens der Heftaufbau. Für alle, die damit überhaupt nicht vertraut sind. Erstmal gibt es hier so eine Einleitung und da gibt es eine Begriffserklärung. Da wird euch das ganze Heft quasi erstmal ein bisschen erklärt. Also welche Begriffe euch in dem Heft begegnen und welche Bücher ihr braucht. Steht alles meistens hier drin. Und dann fängt es auch tatsächlich schon direkt mit dem ersten Thema an. Ich schreibe mir immer Notizen raus auf meinem Laptop. Das müsst ihr aber nicht machen. Das könnt ihr für euch selber entscheiden, wie ihr das am liebsten handhaben wollt. Wisst ihr, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe? Oh. Forest App. Ich habe gerade noch 198. Ich will da aber jetzt wieder sammeln, damit ich so einen Baum pflanzen kann. Wie viel Zeit habe ich noch? Eigentlich noch 10 Minuten. Ja, 20. Das lohnt sich ja sonst gar nicht. Guck mal, mein Avon, mein Päckchen habe ich gerade abgeholt. Philipp wollte es gerade schon aufräumen, aber ich wollte es euch einmal zeigen. Das sind einmal, ich habe hier zwei Duftkerzen bestellt. Boah, das riecht voll krass. Riechst du es? Der Käse, ja. hier einen neuen Raumduft. Und noch einen Raumduft. Ich zeige euch das mal im Laufe der Woche. Ich will jetzt erstmal weiter ILS machen. Zum Mittag gibt es bei mir heute Feldsalat und Toast mit Wurst oder Käse jetzt, je nachdem. Und ich habe so eine richtig leckere Soße nicht entwickelt, aber gestern gefunden. Ihr braucht dafür einfach nur 2 Esslöffel saure Sahne. Dann braucht ihr Altmeister-Essig. Den gibt es meistens beim Edeka, nicht beim Aldi oder so. Also ich habe den bis jetzt nur dort gefunden, beim Edeka. Ich sage jetzt mal ungefähr so 2 Esslöffel. Je nachdem, wie sauer ihr das Ganze natürlich auch haben wollt. Ungefähr 1,5 Esslöffel Honig. Und Pfeffer. Ich habe ein bisschen gekleckert. Bei mir muss übrigens immer sehr, sehr viel Soße über den Salat. Weiter geht's. Ich war nämlich jetzt ein bisschen unterwegs, deswegen esse ich jetzt und mache hier direkt mal weiter mit der Zusammenfassung.
Friends, wir haben kurz vor 4. Ich glaube, ihr wisst, was das an einem Montag leider Gottes bedeutet, dass der Vlog jetzt hier aufhört. Aber versprochen, ich filme direkt heute weiter bis Mittwoch. Denn morgen ist ja auch das Fotoshooting mit dem Fotografen. Und da wollte ich euch einfach auch mitnehmen. Mitnehmen. Und euch einfach so ein kleines Behind the Scenes geben. Ich bin mal gespannt, weil das letzte Mal, als ich mit einem Fotografen geshootet habe, war 2017. Das war mit dem Luca. Ja, aber der macht das, glaube ich, leider nicht mehr, deswegen habe ich jetzt jemand anderen, aber der ist auch super nett und ich denke, dass der seine Sache auch echt richtig gut machen wird. Aber wir werden es morgen auf jeden Fall sehen. Die Fotos bearbeitet er auch direkt. Die werde ich dann wahrscheinlich nächste Woche oder so bekommen. Also das dauert immer so ein bisschen. Genau, ansonsten werde ich hier jetzt noch weitermachen. Ich denke mal, ich werde noch so 5 bis 10 Seiten wirklich durchgehen und wie Notizen machen. Und Englischnote bekomme ich erst so in der Woche wahrscheinlich zurück. Die braucht immer etwas länger. Dafür schreibt ihr auch immer ausführliche Bewertungen. Und genau, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick heute wieder gefallen. Schreibt mir auch ganz gerne, was ihr für Videowünsche habt. Study with me 1 week ist kein Problem. Also wenn ich gerade ILS mache, dann kann ich euch da auch gerne wieder mitnehmen, wenn ihr das unbedingt sehen wollt. Ich dachte halt die ganze Zeit, weil auch ein paar Leute geschrieben haben, dass es halt echt langweilig wird mit dem Study-Content, dass ich euch das halt nicht mehr zeige. Aber scheinbar vermissen es viele. Deswegen, ich wünsche euch, wie gesagt, eine wunderschöne Woche jetzt noch. Und wir sehen uns am Mittwoch zu einem neuen Video von mir. Ciao!